Hallo, liebe Freunde, es geht weiter mit Road to Pro 2. Ich freue mich drauf. Luca hat ordentlich trainiert, Kottich leider nicht so. Schloss mal ein bisschen weiter trainiert, sein Abschlag ein bisschen verbessern. Grittmann und Schaf, die ja ein bisschen zu trainieren haben. Ja, wie sieht es aus im Kalender? Heute für euch Live-Spiel gegen FC Fulham, ist zumindest der Plan, ja. Dann haben wir gegen Derby County und Leeds United Ipswich Town. Da haben wir noch Birmingham City vor uns und Brentford. Das wird ein Oberknaller. Wigan Athletic, Reading, den Tabellenführer, der gehört zurzeit nicht mehr. Dann Charlton Athletic und Nottingham Forest, wo ich mal gegoogelt habe, Leute. Und bin ein bisschen Zweifel gekommen, vielleicht wisst ihr das. EA hat sich entschieden, dieses Logo reinzumachen, aber anscheinend ist das Originallogo rot. Da frage ich mich, was gerade aktuell das Richtige ist, weil bei EA, ne, letztes Jahr, falsches SC Freiburg-Logo drin. Ne, nur mal so nebenbei. Und in der Tabelle sieht das folgendermaßen jetzt so aus. Ja, Crystal Palace auf Platz 1 mit 30 Punkten, Reading auf Platz 2 mit 30 Punkten, Norwich City auf Platz 3 mit 29 Punkten, Wolverhampton gegen auf Platz 4 mit 28 Punkten, dann wir auf Platz 5 mit 26 Punkten, Brentford auf Platz 6 mit 24 Punkten, Ipswich Town auf Platz 7 mit 23 Punkten und unser nächster Gegner Fulham ist natürlich nicht das Spannendste, wo ich eigentlich Highlights machen müsste. Dachte aber Fulham wegen Ex-Geschichte mit Magath und was alles mit denen passiert ist, dachte ich, wäre es doch mal ganz lustig, das Spiel zu machen. Warum immer nur die Top-Vereine zeigen, ist auch ganz spannend mal. Also Top-Vereine meine ich, die mit uns da oben im Aufstieg kämpfen, sondern mal sowas zu zeigen. Derby County ist nur da unten auf Platz 18. Da werden wir wahrscheinlich mal wieder ein Highlights-Spiel machen. Gehe ich mal stark von aus. Nur mal so nebenbei. Und Leeds United, ja, das gucken wir uns dann auch nochmal an. Das wäre vielleicht spannend, ein Live-Spiel zu machen. Leeds United, die ja letztes Jahr richtig stark waren in der Championship und wir im Capital One Cup, den wir leider schon raus sind, geschlagen haben. Ist natürlich jetzt eine ganz andere Welt wieder. Und wir gucken, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, mal in Deutschland rein, wie es nach 10 Spieltagen bei denen aussieht. Da sehen wir 25 Punkte. Ist Dortmund auf Platz 1. Das wäre doch mal toll. Bayern noch kein Spiel verloren auf Platz 2 mit 22 Punkten. Dann aber zu viele Unentschieden. Gladbach auf Platz 3 mit 21 Punkten, dann Leverkusen auf Platz 4 mit 19 Punkten, ebenfalls 19 Punkten, dann Schalke auf 5, Wolfsburg auf Platz 6 mit 18 Punkten, Hamburg auf Platz 8 mit 14 Punkten. Was geht denn mit denen ab? Sehr schön. Und da unten haben wir Leipzig auf dem Relegationsplatz. Oh, die sind aufgestiegen. Nürnberg sind auch aufgestiegen auf Platz 17 mit 4 Punkten und Hannover auf Platz 18 mit 3 Punkten. In der zweiten Liga mit Düsseldorf da oben mal mit 27 Punkten, Freiburg auf Platz 2 mit 25 Punkten, Bochum auf Platz 3 mit 22 Punkten, ebenfalls 22 Punkte, Union Berlin. Darmstadt scheint abgestiegen zu sein, deswegen sind sie hier auf Platz 5 mit 18 Punkten. Und dann haben wir meinen Lieblingsverein Kaiserslautern nur auf Platz 7 mit 17 Punkten. Und auch hier ist alles gut, passt. Alles gut, ich überlege nur gerade, wer ist denn noch bei denen abgestiegen? War ja gerade ein bisschen überlegen, wer denn war. Ah, Ingolstadt, da auf Platz 8 mit 17 Punkten. Jetzt gucken wir mal in England. Da ist Arsenal in der Premier League auf Platz 1 mit 22 Punkten. Also beide Londoner, das hatten wir auch schon, wo ich es euch schon mal gezeigt habe. Sind immer noch da oben, 22 und 21 Punkte auf 1 und 2. Manchester United auf Platz 3 mit 20 Punkten. Die waren eigentlich, die Manchester waren direkt dahinter. Also Manchester City ist ein bisschen abgestürzt. Na gut, ein bisschen. Also die paar Punkte da, ne? Es sieht jetzt schlimmer aus, die Tabelle, als die Punkte sind. Tottenham Hotspur auf Platz 4 mit 20 Punkten. Newcastle United auf Platz 5 mit 19 Punkten. Newcastle United hier richtig gut, in Real Life sind sie leider abgestiegen. FCF Everton auf Platz 6 mit 19 Punkten, West Bromwich auf Platz 7, mal gucken, was da hinten unten ist. FC Bournemouth, Hull City und Sheffield und was haben wir hier, Leicester City nur auf Platz 14. In der Championship, die kennt ihr schon, deswegen gucken wir Football League One. Huddersfield, die sind abgestiegen von der Championship, genauso Preston North End, ich glaube Rotherham United auch, die sind auf 1, 2 und 3, also das ist ein bisschen langweilig, aber so ist es nun mal. FC Portsmouth auf Platz 4, Millwall ist auf Platz 5, wer die Serie von Anfang an guckt, weiß auch ungefähr, wenn ich die Töne erhöhe, wie FC Millwall auf Platz 5, der weiß vielleicht, was für Geschichten wir schon erlebt haben mit FC Millwall. Mit Sheffield United auf Platz 6 mit 22 Punkten, die wissen so ein bisschen, wie das abgelaufen ist und was das Besondere ist, dass Peterborough United auf Platz 7 ist und dass FC Barnsley mit eventuell Deco noch auf Platz 8 mit 21 Punkten ist. Wir machen eine bessere Saison, glaube ich, diesmal. Das ist doch schon mal was. Wer ein bisschen enttäuschend ist, ist hier wahrscheinlich wie ein bisschen FC Gillingham, noch auf Platz 15 mit 18, mit 16 Punkten. Ah ja, 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 okay. Fleetwood Town auf Platz 22 mit 12 Punkten. Rochdale auf... Haben die nicht fast um den Aufstieg mitgekämpft, genauso wie Port Vallée und plötzlich sind die hier unten drin. Okay, so ist das manchmal. Und in der Football League 2 natürlich, ist Plymouth Argyle auf Platz 1 mit 32 Punkten, Cambridge United auf Platz 2,
28 Punkte. Und Colchester United sind Absteiger aus der Football League One. Die sind auf Platz 3 mit 27 Punkten. Wo sind die anderen Absteiger? Da Charles United, nee, die waren nicht. Wer waren denn noch Absteiger? Hier, Crewe Alexandra, hier auf Platz 8 mit 23 Punkten. Und Northampton Town, die überraschend uns im Livestream im Cup of the One Cup geschlagen haben, sind auf Platz 9 mit 22 Punkten. Und was haben wir denn noch so? Exeter City ist auf Platz 17. Das hat ihnen wohl doch gut getan, die Spieler, die sie damals von uns geliehen haben, da zu haben. Also ein bisschen nebenbei. So, wir konzentrieren uns aber jetzt auf das nächste Spiel gegen FC Fulham, liebe Freunde. Winter ist wieder da. Und ich werde wieder mit derselben Taktik spielen. Das war einfach überragend, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat mir gut gefallen. Ritter trotzdem noch vorm Tief. Wie kann das denn sein? Der war noch gut. Rami werde ich rausnehmen. Einziges, was mir nicht so gefallen hat, werde Jan spielen lassen. Werde Möllner mit auf die Bank packen und gucken, ob ich da nochmal was anderes mitnehmen kann. Was ist mit Bart? Dann nochmal wieder Bart mitnehmen. Der hat auch schon seine guten Situationen gehabt. Was ist eigentlich mit Meier? Der hat auch, der hat gute Sachen. Ich muss jetzt überlegen, wenn ich noch runternehmen will oder wenn ich, ob ich alle drauf lassen will. Xander hat mir nicht so gut gefallen. Den können wir mal runternehmen und können auch mal den Meier mitnehmen, würde ich sagen. Obwohl der kann nur RF und das, der hat auch hier sein ERM. Ja, ist ein bisschen blöd, gell? So, in der, dann sage ich mal Pascal für den Seeler. Seela ist eigentlich klasse, aber ich versuche gerade ein bisschen auf diese neue Schnelligkeit zu setzen. Seela würde ich natürlich in dieses, würde auch im MS super reinpassen, der lange Bälle auf ihn. Wäre optimal, aber ich will mal auch Pascal nochmal die Chance geben. Und Metke hat ein Tor gemacht im letzten Spiel, dass sie es verdient hat, wenigstens auf der Bank zu sein. Von Anfang an würde ich jetzt nicht sagen. So, einfach mal dazu, was ich dazu denke. Und, ich werde jetzt überlegen, ob ich Meier oder Marcelo, einer von beiden, wieder runternehme, weil ich habe nichts fürs LSLM, so wirklich. Und bin dann auch ein bisschen am Zweifeln und am Rumgucken, was ich da machen kann. Und bin mal so ein bisschen am Überlegen, aber ich glaube, ich lasse es erstmal so. Und die Abwehr war überragend, wir haben zu Null gespielt. Die Torwarte werden es nachvollziehen, dass Poli weiterspielen darf, denke ich. Das werden die akzeptieren und respektieren, da bin ich mir sicher. Ich kenne Nackdeich und Schloss kenne ich super, super gut. Der ist offen dafür, der kann auch in der Öffentlichkeit ganz ehrlich zugeben, dass er sich selbst gerade scheiße findet, oder, na scheiße, übertrieben, schlecht findet. Und deswegen können wir, glaube ich, auch gut damit leben, jetzt so zu gehen. Ritter ist der einzige Formtiefer, aber ich sag euch, Domdino und Ritter, die müssen einfach spielen. Das ist, ich habe das Gefühl einfach, das sind die Schlüsselspieler, die das Spiel nach vorne bewegen. Und bei Stoll war ich ein bisschen am Zweifeln. Er hat in der letzten Folge nicht die beste Bewertung gehabt, aber ich lasse ihn jetzt mal drin, so ein bisschen. Hätte vielleicht auch was anders machen können. Hab lange überlegt, aber ich lasse es jetzt erstmal so. Und wir sehen Fulham gegen FC Blackpool. Ich will nach dem super 4:0 gegen FC Watford wieder einen Sieg. Ich will, dass diese vier Niederlagen schnell weggedrängt werden. Ganz schnell. Und dass wir wieder nach oben andocken und natürlich da oben einiges erreichen noch. Ich will direkt in die Premier League aufsteigen. Das ist mein Ziel. Wie dann die Premier League abläuft, ist was anderes. Wenn wir da um den Abstieg spielen und dann den Klassenerhalt schaffen, kann ich gut mitleben. Aber ich will wenigstens mal hoch. Das auf jeden Fall. Und dann Folgen für euch raushauen. Alle Spiele uncut. Das kann auch Spaß für euch machen, denke ich. Wir sehen hier die Aufstellung. Stolbeer, Milcherek, toller Sturm. Jan Ritter, Domdino, Thuringer Bliemeister, Van Ehren, Adams mit Poli haben da super Defensivarbeit geleistet. Mit Domdino natürlich auch noch. Was das da hinten angeht, gegen FC Watford zu Null gespielt. 4 Tore geschossen. Das hatten wir schon lange Spiele nicht mehr erlebt. Wenn man jetzt vom Real Life ausgehen würde, dass ja wirklich Wochen vergehen, dann war es ja über einen Monat, wo wir keinen Erfolg mehr genießen konnten. Für euch war es natürlich nur gefühlt ein paar Tage, weil natürlich die Folgen so sind. Und das ist jetzt hier Bär. Der macht das gut auf Stoll und Stoll hat die Chance, der macht es! Gerade noch so kritisiert, dass ich überlegt habe, ihn rauszunehmen und dann macht er ein Tänzchen, weil er das 0:1 in der dritten Minute macht. Ist das Wahnsinn! Habe ich hier meine neue Offensive gefunden? Fragezeichen. Bisher überragend. Yannick Bär mit der Vorlage auf Luca Stoll und er macht ein Türchen. Ich weiß gar nicht welches oder ob sein erstes oder wie viel schon. Aber er macht ein Tor.
Und ein schönes Tänzchen. Stoll sein zweites Saisontor. Und das freut mich, dass vielleicht, je nachdem wie jetzt der Ablauf weiter ist in diesem Spiel, die Taktik, die neue Formation aufgeht. Wäre mal was ganz, ganz Neues. Und das wäre auch mal schön, oder? Adams. Jan. Na, wollte das rüberspielen zu Tobimon. War nicht ganz erfolgreich. Da ist aber Domdino. Hopp, 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 hopp. Sonst ist der Ball im Aus. Aber Christensen ist eh vor da. Super Flügelwechsel. Da rennt aber der Adams los, du. Ritter, du musst hin zum Ball. Nicht weg, bitte. Bringel. Foul von Domdino. Es geht weiter mit Ream. Oh, gut gespielt. Jetzt hier die Flanke. Und super gespielt von Jan. Bär, der ist ein Fußballer. Das ist nicht mehr normal. Der kann ganz groß werden. Aber alle können hier groß werden. Jetzt Adams ist hier am Kontern. Ach. Da habe ich mich ein bisschen unter Druck gefühlt. Gutes Pressing also von FC Fulham. Der Verein, der ja dem paar Anteile anscheinend ja, so wie ich weiß, Felix Backert gehören. Er hat ja irgendwie ein paar Prozente gekauft. Und seine Trainerarbeit war eine Katastrophe dort, muss man ganz ehrlich mal sagen. Seitdem ist FC Fulham zumindest hier jetzt etabliert in der Championship in Real Life. Muss ich nochmal genau gucken, ob sie den Aufstieg jetzt geschafft haben oder nicht. Ich glaube nicht. Bin da nicht ganz auf dem Laufenden. Das hätte ich mal auch checken können. Das wäre auch mal spannend für euch zu wissen. Ich weiß nur, dass FC Blackpool in Real Life leider, glaube ich, von der Football League One in die Two absteigt. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Mit Adams. Bisher, nach dem Tor, ist Fulham richtig gut hier reingekommen. Hat das gut verkraftet, diesen frühen Gegentreffer von Stoll. Und wir kommen hier gar nicht mehr raus aus der Situation. Christensen. Van Ehren. Super gemacht. Ritter auf Bär. Und das ist Milcharek. Ah, da verdopst der Ball. Druck auf den Keeper. Das war gut, aber ja, keiner ist dabei im Gegner von meinen Spielern. Und deswegen guter Raum für Fulham. Zwei Männer gehen drauf. Auch nicht schlecht. Dadurch konnte die Flanke nicht gelingen. Bliemeister. So, jetzt mal ein bisschen Ruhe reinzubringen, Leute. Ist mir ein bisschen zu viel gerade, Hickehacke. Domdino. Ritter. Adams. Oh. Domdino. Wirklich Ruhe war das jetzt nicht gerade, diese Aktion. Jan. Und Yannick Bär kommt da durch. Milcharek wollte nicht starten, wahrscheinlich wegen Abseits sorgen. Milcharek, und wie gut der da durchkommt, der Milcharek. Dann war natürlich die Abwehr wieder im Weg. Bliemeister, gut geklärt. Nochmal die Chance, Jan. Ah, Stoll war eigentlich super frei. Steilpass hat ihm gut getan. Ein guter Steilpass, manchmal geht das ja voll in die Hose. Und jetzt Kaine mit der Möglichkeit. Und Tobimon räumt ihn ab. Jan. Jan hilft Ritter beim Ballverlust. Ritter. Stoll. Tor gemacht, aber dann ist die Offensive unauffällig geblieben bisher. Mit mehr Ballbesitz hat hier FC Fulham. Das kann man ruhig sagen. Aber auch die Blackpool macht das hier nicht schlecht. Mit Domdino jetzt. Stoll. Schade. Oh, das war riskant. Jetzt Domdino, die Chance. Und das ist Jan, der zieht mal ab. Aber er ging, glaube ich, 2-3 Meter übers Tor. Aber warum nicht? Ja, war jetzt genug Mittelfeldgedönsle. Da kann man auch mal drauf schießen. Mutig. Und wer es noch nicht weiß, Leute, und die Trikots gerne haben möchte, sie gibt es auf Google Plus. Link in der Beschreibung. Das ist der Road to Pro Webseite sozusagen von FC Blackpool. Und jetzt erstmal Milcharek auf Yannick Bär. Und dann können wir das 2:0 erjubeln. Und Yannick Bärs fünfter Saisontreffer. 0:2. Also die Krise ist wohl beendet. Gott sei Dank.
Milcherek und Yannick Bär, die beiden, die mögen sich wirklich gut, was so dieser Ablauf, die Laufwege, das Passen angeht. Immer wieder tun sich gegenseitig die Bälle vorlegen. Das ist wirklich große Klasse. Und das freut bestimmt auch Milcherek mal zu hören, der ja fast gar nicht gespielt hat in der ersten Saison. Was auch ein bisschen andere motivieren soll, dass es immer noch geschehen kann. Fünftes Saisontor für Yannick Bär. Er kommt langsam in Gange. Freut mich. Besonders, dass FC Blackpool wahrscheinlich wieder im positiven Sinne auf einem guten Weg ist. Nach dem, was sie in den letzten Wochen durchgemacht haben. Mit euch gemeinsam. Aber noch kann alles passieren. Denn wir wissen, Blackpool kann auch eine 2-0-Führung gerne hergeben. Poli. Tobimon. Bliemeister. Yannick Bär. Oh, gut, dass er nicht angegriffen wird, weil das war nicht gute Ballannahme. Spielt das jetzt auf Milcherek. Wenn er das Tor macht, dann kommt wieder meine Ankündigung, die ich gerade meinte. Oh, das sollte eigentlich eine Torschussantäuschung werden. Da wurde es plötzlich ein Pass. Und das ist Yannick Bär. Schade, da war noch einer dran. Eng ist es mal wieder gewesen, das Spiel. Eng. Konter. McCormack. Raus wieder auf die rechte Seite. Aber bisher kommt der Spieler an Tobimon nicht ganz so gut vorbei. Schlechte Grätsche auch noch hier. Jan. Bär. Ritter. Stoll ist jetzt im Zentrum mal. Und Bär ist auf die Seite von Stoll gegangen. Und deswegen hat jetzt Bär die Chance. Achtung! Er wollte für Milcherek vorlegen. Hat nicht geklappt. Nachspielzeit der ersten Halbzeit. 2-0 für Blackpool. Auswärts klappt es wie heimwärts. Endlich mal wieder mit der neuen Formation. Bitter natürlich für die LM und RMs. Aber die Möllner hat die Chance natürlich auf der RS-Seite weiter spielen zu dürfen. Also Verlust ist es für ihn nicht. Und Yannick Bär. Ein Schuss, ein Tor und Stoll hat auch schon ein Tor gemacht. 2-0 zur Halbzeit gegen FC Fulham. Ja, dann wollen wir mal schauen, wie die Gegner so stehen, wie es bei denen so steht. So, Brighton führt gegen Bradford City 2-1. Nicht Gegner, aber Bradford City würde ich ein bisschen beobachten. Reading führt gegen Derby County 0-1. Watford führt gegen Bristol City 1-0. Brentford gegen Ipswich Town 1-1. Und Leeds United führt gegen Wigan Athletic 1-0. Keine Konkurrenz, aber Leeds United in Zukunft nächster Gegner. Deswegen beobachte ich das. Und Crystal Palace gegen Wolverhampton noch 0-0. Kann auch gerne 0-0 bleiben. Wir spielen so weiter. Vorerst. Wechsel nutze ich immer gerne. Das wisst ihr. Mal gucken, was noch in der zweiten Halbzeit geht. Mit Stolz Ballgewinn erstmal. Milcherek. Ah, bleibt da mit verdammt viel Glück am Ball. Aber dann wieder drei Männer um ihn rum, dass er gar nichts machen kann. Pritchell. Ritter. Ob der immer noch Formtief hat, weiß ich nicht. Er hat schon im letzten Spiel gut gespielt, finde ich. Stoll. Darf jetzt nicht zu viele Bälle verlieren hier. Auch Milcherek nicht. So, was ist ein Tor gekommen? Nein, es wird nur angezeigt, wie das Ergebnis ist. 0-0 zwischen Burnley und Nottingham Forest. Mehr nicht. Brinjal. Die Flanke ist nicht schlecht. Die muss man erstmal verteidigen. Die war nicht wirklich optimal verteidigt, aber am Ende effektiv. Die nächste Flanke. Die hat aber Poli. Ui. Oh, ich das hasse, wenn er das macht. Eieiei, Ritter. Milcherek. Dom Dino. Und jetzt ist Stoll gestartet. Bekommt der Ball. Macht er einen Doppelpack? Fragezeichen. Muss bremsen. Geht nicht anders. Spielt das richtig gut und der sollte eigentlich zu Bär gehen. Milcherek ist vorher dran. Und super Parade vom Keeper. Ah, Milcherek hätte vielleicht den besseren Winkel gehabt. Bär. Jetzt gibt's die Ecke. Tja, keine Kopfballstarken. Seela ist nicht dabei. Bliemeister wird nicht entdeckt. Deswegen Tobimon erstmal zurück auf Dom Dino. Die Flanke ist ja wirklich gar nichts. Bär, der rennt zurück. Das ist ein Miroslav Klose, ich sag's euch. Was der da macht, ne, mit hinten rennen. Und jetzt kriegt Milcherek die Pille und kann es nicht nutzen. Bodurov ist noch dran. Hat sich ein bisschen leicht angeschlagen. Es gibt den nächsten Wechsel. Schauen wir nochmal die Chance. Guter Einsatz von Bodurov. Sonst hätte es hier vielleicht jetzt 3-0 gestanden. So 6-0 Schüsse. Sonst versuche ich mal ein langes Ding. Mal gucken, ob das auch hier klappt. Vielleicht viel Platz und Missverständnis. Wer war das? Pliemeister und Yannick Bär.
So, Tunnicliffe ist raus bei FC Fulham. Bodurov, Burn. Viel Platz natürlich jetzt hier auch für Fulham, muss man mal sagen. Wo ist da Adams auf seiner Position, bitte? Da ist erstmal Ritter. Und der spielt das so, dass nicht abseits ist. Mit Bär. Raus nochmal. Milcerek nochmal raus. Super gespielt auf Jan. Oh Mann, schöner Fußball. Aber es hat nicht gereicht. So, Ritter. Und das ist Dom Dino. Und Lone Rang ist dran. Ah, oh, das war ein schöner Fußball jetzt mal. Von FC Blackpool. Gar keine Frage. Kopfball gewonnen. Riesenkonterchance für Com. Ich hab's nicht gesagt. Mick Comeck. Sowas. Achtung, 2 gegen 3, jetzt 3 gegen 3, jetzt kommen meine anderen Abwehrspieler und Hand von Van Ehren. Ist aber hoffentlich kein Elfmeter, war außerhalb. Gute Freistoßmöglichkeit für Fulham zum Anschlusstreffer. Ja, 1:2. Aber Poli kann man nichts vormachen. Schade natürlich, dass jetzt nicht zu 0 gespielt wird. Ärgerlich, schauen wir uns das nochmal an. Wo hapert es? Ah, und der größte Bliemeister war auch noch am Tor, am Torschützenmann. Bitter, wirklich sehr, sehr bitter, weil Bliemeister ist eigentlich kopfballstark. Und jetzt wird es natürlich wieder ein spannendes Spiel, Leute. Warum es spannend wird? Ganz einfach, wir haben 2-0 schon gerne mal verspielt und jetzt ist wieder Stoll derjenige, der leider raus muss. Bringe wieder die Metke rein, sie hat sich einfach verdient. Und Ritter kommt jetzt in den Sechserbereich und ich versuch's mal mit Meier, weil Hansen hat im letzten Spiel jetzt auch nicht super überragend. Meier mal eine Chance geben. Er hat sich beim Anwesenheitspflicht zur Sommerpause gemeldet, aber ansonsten hört man nicht sehr, sehr viel von ihm. So, die Metke. Mal gucken, ob sie was machen kann hier. Oder ob das nur ein Glückstor war. Boah, harter Einsatz. Aber Adams und auch er hat sich dabei verletzt. Aber hört ihr mal auf, meine Spieler kaputt zu machen? So, Meier, da ist jetzt am Ball. Ritter. Raus auf Milcarek. Den kriegt er nicht mehr. Riem. Raus mit dem Ball. Einwurf Milcarek. Auf Bär. Bär wollte das zu Milcarek wieder spielen. Der wäre frei gewesen. Aber wieder geklärt. Ecke. Die nächste Ecke. Und vielleicht wird das jetzt mal eine gute Ecke. Denkste. Aber noch ist sie heiß mit Adams. Und der hat ganz viel Platz. Braucht zu lange, dass dann wieder ein Fuß dazwischen war. Grimmer. Haut das Ding einfach weg. Ritter. Jan. Bär. Ritter. Tobi Mon. Oh. Mit viel Glück kam der jetzt bei Bär an. Und das war schon... Jo. Kann man sich drüber streiten über diese Aktion hier. Und jetzt Tobi Mon. Jan. Es ist jetzt ein Hin und Her hier. Kommt das 3:1 oder das 2:2? Kontermöglichkeit ist jetzt mal da für Fulham. Gut geklärt aber von Blackpool. Die können es ja doch noch. Meier. Ah, schade. Und super gemacht von Ritter. Metke, die ist konterstark, aber die spielt natürlich jetzt logischerweise zu Milcarek, der den Raum besitzt. Milcarek und die Entscheidung mit seinem 7. Saisontor. Zum 1:3. Gott sei Dank, da ist es. Und die Metke natürlich mit Ruhe und gelassen mit Übersicht. Logisch, dass man den Winkel nimmt und nicht selbst weiterläuft. Hier nochmal zu sehen. Man hätte natürlich auch anders spielen können und dann zu Bär rüber, aber das war schon sensationell mit dem rechten Außenriss. Richtig guter Fußball von Milcarek. Seine Geduld zahlt sich aus. So kann man es mal sagen. 7. Tor für Milcarek und bisher der beste Goalgetter in dieser Saison. Und jetzt machen wir den letzten Wechsel für die letzten 10 Minuten. Und die wird sein...
würde eigentlich liebend gern Möllner reinbringen, aber weil wir jetzt sicher führen und er schon lange keinen Einsatz mehr hatte, bringe ich jetzt Pascal Milcher, kriegt seinen Applaus für sein Tor. Und guckt mal, Stoll, Bär und Milcherek, alle drei, die ich da vorne eingesetzt habe, haben die Tore gemacht. Also vielleicht klappt diese Taktik wirklich. Ja, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und jetzt darf mal Pascal zeigen, was er auf dem RS so kann. Möllner natürlich wäre jetzt offiziell der Backup oder vielleicht sogar richtiger Spieler mal. Aber ich denke, Pascal war schon lange nicht mehr dabei, deswegen lassen wir ihn mal spielen. Ist natürlich für das MS oder ST eher gedacht, weil auch der Größte jetzt hier, glaube ich, ist von den drei. So, FC Fulham, was machen sie erstmal jetzt? Erstmal fast den Fehler. Metke gut abgelaufen. Und die drei versuchen irgendwie das Spiel zu ritzen. Guck mal, wie krass die jetzt drauf sind. Das, was Pascal sich die Pille holen kann, kann es aber leider nicht nutzen. Schade. Die Flanke. Handspiel war da. Und deswegen gibt's wieder einen Freistoß. Aber zum Glück für uns, Poli. Wird wahrscheinlich im nächsten Spiel wieder spielen. Ich weiß, hat ein Gegentor gekriegt, aber das war wirklich, ja, es war okay, aber trotzdem bisher klappt es einfach besser. Und ich denke jetzt eher mal an das ganze Team, wie immer nur an einzelne Spieler. Das ist einfach auch mal wichtig, bevor wir das verkacken. Und jetzt Tobimon, der ist schon müde, macht aber die Flanke auf die versuchten Metke. Grimmer war noch dazwischen. Tobimon, da war vorher ein Foul. Nachspielzeit wurde noch nicht angezeigt. Geht gleich los. Sieg ist es schon mal. Zweite in Folge nach vier Niederlagen. Kann es der FC Blackpool also noch? 3 Minuten. Sind es dann also noch? Nochmal vielleicht ein 3-2 für Fulham. Fragezeichen. Die Möglichkeit ist jetzt da. Und dann Pech gehabt für Fulham. Abschluss nochmal Poli. Jan, unauffällig, aber gut gewesen auf dem Platz. Und jetzt Bär, der kommt da einfach mal ganz easy durch, der Bär. Spielt das rüber auf Pascal und Lonegren ist noch dran. Das wäre es doch natürlich gewesen, wenn der vierte Stürmer, wir haben eigentlich 5 jetzt auf dem Platz gehabt, mit Melke ist ja auch noch einer gekommen, noch ein Türchen machen würde hier. Aber klasse Reflex von dem Keeper. Nochmal eine Ecke. So, ausgeführt von Ritter und Metke ist dann noch am Ball. Die Metke spielt das nochmal auf Meier. Kann sich nicht durchsetzen, deswegen wird es das gewesen sein. Wir gewinnen dieses Spiel 3-1 gegen Fulham. Gegen einen Abstiegsaspiranten, um es mal wirklich so zu sagen. Und wenn wir uns gleich die Tabelle ansehen, werden wir wieder hoffentlich mit viel Glück oben an einem Platz 1 und 2 wieder dran sein. Und das wäre doch das Wichtigste, liebe Freunde. Was mich freut ist, dass alle drei, auf die ich so ein bisschen gerade setze, Stoll, Milcherek und Bären Tor gemacht haben. Seeler und Möllner, die können wir mal im nächsten auch einsetzen. Mal gucken, ob das auch gut aufgeht mit zwei Großen da. Auf LS und RS, das wäre auch mal ganz interessant auszuprobieren. Und die Abwehr, gut, ein Tor, Pech gehabt, kann mal passieren. Aber trotzdem, diese Abwehr bisher läuft richtig gut. Nur ein Gegentor aus 2 Spielen, Milcherek, Bär und Stoll mit den Toren. Schauen wir uns die Spielerwertung mal an. Wir sehen Bär wieder Spiel des Tages. Zum zweiten Mal in Folge mit 8,8. Metke eine 7,0. Ist auch eine super Bilanz, muss ich mal sagen, für einen Einwechselspieler. Pascal eine 5,9. Jan eine 6,2. Meier eine 5,5. War auch sehr unauffällig. Ich rate ihm auf jeden Fall, falls du wirklich noch guckst und nur wenig kommentierst, rate ich dir mal einen Kommentar runter zu knallen mit bitte leih mich aus. Ich empfehle es dir. Ritter 7,0, Tobimon eine 6,7, Bliemeister eine 6,6, Poli eine 7,4, Van Ehren nur eine 5,6. Trotzdem war ich mit der Abwehr zufrieden, weil Adams hat auch nur 5,8 gehabt und trotzdem, ich war eigentlich zufrieden. Stoll eine 7,6, Domdino 7,0 und Milcherek teilt sich eigentlich Spieler des Tages mit Bär, hat auch eine 8,8, aber man hat sich wohl dann im Endeffekt für Bär entschieden, weil er wahrscheinlich die Minute, weil er durchgespielt hat. Und ich suche eigentlich, ich habe es nicht mehr gefunden, FC Reading. Wir schauen uns nach 16 Spieltagen die Tabelle an. Crystal Palace auf Platz 1 mit 33 Punkten. Auf Platz 2 Reading mit 33 Punkten. Also richtig spannend ist das schon, muss man schon sagen. Ne? Norwich City auf Platz 3 mit 32 Punkten. Und Blackpool auf Platz 4 mit 29 Punkten mit einem Sieg in der nächsten Folge. Hätten wir dann 30, 31, 32 Punkte, könnten also wieder da oben rankommen an Norwich City. Also das ist jetzt ganz wichtig. Ich meine, Playoff-Spiele werden auch mal was Spannendes, aber da kann man halt einfach den Aufstieg verbocken. Ne? Deswegen will ich einfach diesen direkten Aufstieg haben. Ich bin froh,
dass wir Gott sei Dank die Siegesflaute hinter uns gebracht haben und zwei Siege in Folge wieder machen konnten. Guck mal, wir sind da oben jetzt mit diesen Aufstiegsaspiranten da, sind wir mit den Niederlagen, mit der Zahl am schlimmsten dran. Das ist natürlich ein bisschen traurig, haben aber die meisten Tore geschossen. Wir haben also die beste Offensive mit 34 Toren, haben aber auch die meisten Gegentore bekommen mit 21 Toren. Ja, Tordifferenz ist ungefähr gleich. Aber wir waren in der Football League One eine bessere, hatten wir eine bessere Gegentorbilanz. Da müssen wir ein bisschen dran arbeiten mal noch. Wolverhampton auf Platz 5 mit 28 Punkten. Ipswich Town auf Platz 6 mit 27 Punkten. FC Brentford, die rutschen immer weiter ab. Jetzt sind sie auf Platz 7 mit 26 Punkten. Aber die immer noch ein Teilchen mitreden können, zumindest zu den Playoff-Plätzen, ist immer noch Bolton Wanderers, Brighton, Cardiff City, Middlesbrough, Birmingham City, Nottingham Forest, FC Burnley und vielleicht sogar noch FC Fulham, vielleicht noch Wigan Athletic. Ich sag nur, weil es rechnerisch einfach noch sehr nah ist. Man braucht nur 3 Siege in Folge und schon kann man da oben stehen. Deswegen sage ich das, ob das so wird, glaube ich eher nicht. Bristol City auf Platz 22, Bradford City auf Platz 23. Oh, das wird knapp mit unseren, ich glaube, 3 oder 4 Spielern, die sie von uns verpflichtet haben. Und MK Dons auf Platz 24. Nochmal zum Abschluss hier für euch auch mal nochmal die Top-Torjäger. Da sehen wir Zäh auf Platz 1 von FC Reading mit 10 Toren. Pancheon auf Platz 2 von Crystal Palace mit 9 Toren. Mitscherek auf Platz 3 mit 7 Toren. Und Bears auf Platz 7 mit 5 Toren. Also wir haben 2 Stürmer diesmal da oben, nicht nur einer. Das ist schon eine richtig gute Bilanz. Und Vorlagen haben wir Domtio mit 6 Vorlagen auf 1. Bär auf 2 mit 6 Vorlagen. Und Mitscherek auf 3 mit 6 Vorlagen. Das ist mal eine Glanzleistung, ja. Das ist mal wirklich eine Oberglanzleistung. Und ohne Gegentor, da haben wir Poli auf Platz 10 mit 3. Leider kann unsere Torhüter nie besser Torwart werden, weil ich immer so viel rumwechsle. Dann Nackter auf Platz 16 mit 2 und wie gesagt, Schloss hat leider die schlechte Saison zurzeit abgeliefert. Letztes Jahr war es Poli in der ersten Saison, diesmal ist es Schloss. Es ist halt manchmal so, nächste Saison kann wieder alles ganz anders werden, je nachdem, was für Angebote und für Wünsche von euch auskommen. Das war's von mir, ich hoffe, es hat euch gefallen. Endlich könnt ihr mal wieder 2 schöne Folgen gesehen oder angesehen haben oder habt ihr gesehen. Das freut mich sehr. Und deswegen sage ich jetzt Tschüss, lasst bitte einen Daumen da, das würde mich sehr glücklich machen und dann sehen wir uns bald in einer nächsten Folge wieder, wahrscheinlich mit einer mit einem Highlight-Spiel und mit einem Live-Spiel und ich glaube, das bockt für euch auch wieder. Bis dahin, euer Dico, Tschüss!